Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es ein bisschen um mich, um mein Privatleben hier gehen. Ich möchte kein so richtiges Q&A mit euch machen, aber ich dachte mir, weil wir fast die 200 Abonnentengrenze erreicht haben und in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele neue Gesichter dazugekommen sind. Hallo erstmal an dieser Stelle. Ja, dass ich so ein bisschen was über mich privat erzähle, dass ihr mal seht, wer steckt hinter diesem Kanal. Ich habe in meiner Instagram-Story wieder einen Fragebutton gestartet mit My Favorite. Das heißt, ihr durftet da quasi Punkte dazu schreiben, über was ich sprechen soll, was mein Favorite ist. Ich habe mir jetzt 20 Stück rausgesucht. Ich dachte, 20 Stück sind ein guter Anfang, um mich ein bisschen kennenzulernen oder besser kennenzulernen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Punkt. Get to know the Booktuber habe ich es genannt. My favorite Farbe. Das ist direkt schon sehr, sehr schwierig, weil ich eigentlich viele Farben habe, die ich mag und viele, die ich nicht mag. Aber wenn ich mich wirklich so festlegen müsste, glaube ich, wäre es lila oder mint. Ich muss gerade lachen, weil quasi hinter der Kamera steht mein Wäscheständer mit meiner Bettwäsche und die ist halt lila und mint. Ich habe mich davon aber nicht beeinflussen lassen, aber ja, das würde ich ungefähr so behaupten. Wir starten schon gleich mit der ersten Frage, die ich nicht mit einer einzelnen Antwort beantworten kann. Läuft, würde ich sagen. Dein Lieblingstier. Das ist auch sowas, was ich tatsächlich nicht einfach beantworten kann. Früher habe ich immer gesagt, ein Fuchs. Lana sieht so ein bisschen aus wie ein Fuchs. Ich liebe Füchse über alles. Ich bin ein bisschen obsessed with Füchsen. Mit Füchsen. Aber ich bin auch total obsessed mit Schildkröten. Ich liebe, 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 liebe sie. Die haben auch eine ganz große Rolle in meinem ersten Roman bekommen. Ja. Also auch wieder eine Frage, die ich nicht ganz eindeutig beantworten kann. Ich würde einfach sagen, Rehe gehören eigentlich auch dazu. Ich sage jetzt einfach Füchse und Schildkröten. Wenn wir eins von Land und eins vom Wasser nehmen. My favorite Stadt, in der du warst. Muss ich gar nicht lange überlegen, das ist super einfach. London. Das war dieses Jahr, da war ich mit meiner Schwester. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe mein Herz an London verloren. Ich liebe England, ich liebe die Stadt, ich liebe die Royals. Ich bin einfach total happy, wenn ich mich da drüber einlesen kann oder wenn es da irgendwie was Neues gibt, worüber man lesen kann. Die Stadt ist wunderschön, auch wenn ich noch nicht alles gesehen habe, aber ich bin da einfach, ja, ich bin da aufgegangen in dieser Stadt. Sagen wir es mal so. Deine liebste Autorin oder dein liebster Autor? Egal, wer diese Frage gestellt hat. Wie soll ich das beantworten? Ich habe es in einem meiner letzten Videos schon gesagt. Ich beantworte die Frage ganz oft mit Lena Kiefer. Aber ich sag mal so, im deutschsprachigen Bereich sage ich jetzt einfach Lena Kiefer. Ich splitte die Frage. Und im englischsprachigen Bereich sage ich Cassandra Clare. Ja, würde ich jetzt mal so unterschreiben. My favorite Essen. Sushi. Ich bin ein absoluter Sushi-Junkie. Ich könnte das jeden Tag essen, allgemein asiatisch. Aber wenn ich mich da spezifizieren müsste, dann wäre es auf jeden Fall Sushi. Dein liebster Harry Potter-Charakter. Ja. Im Nachhinein betrachtet bin ich ein großer Snape-Fan, aber wenn ich einen Charakter auswählen müsste, den ich auch schon in der Anfangszeit richtig cool fand und auch wirklich bis heute richtig toll finde, dann ist es Luna Lovegood. Ich finde die einfach total witzig, die ist total Banane, die ja, hat das Herz auf dem rechten Fleck und hat einfach so ganz viele Besonderheiten an sich, die sie halt auch langfristig im Gedächtnis bleiben lassen. Ja, Luna Lovegood, auf jeden Fall.
Mein liebster Marvel-Film. Wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der denkt jetzt vermutlich, dass ich Captain America sage. Würde ich auch gerne, weil ich die Filme doch sehr, sehr liebe und den Charakter auch einfach liebe. Aber wenn ich mir jetzt überlegen müsste, welcher mein absoluter Lieblings-Marvel-Film ist, sage ich jetzt einfach mal den, den ich schon am öftesten gesehen habe. Und zwar ist das der erste Avengers-Film. Da ist der Captain ja auch dabei. Aber da hat es für mich so angefangen, dass alle einzelnen Filme, sei es jetzt Iron Man, Hulk, Captain America und Thor und Co., zusammenkommen. Und ja, sie quasi die Avengers bilden. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal den Film sagen. Und die nächste Frage ist auch auf Marvel bezogen und die finde ich richtig, richtig gemein. Also wer die gestellt hat, der mag mich anscheinend nicht, keine Ahnung, oder will mich ärgern. Mein favorite Charakter aus dem Marvel Universe, der nicht Cap ist. Oh Mann, ihr seid so gemein, ihr seid so gemein. Wenn ich mich auf einen festlegen müsste, rein von der Sympathie her, wäre es vermutlich der Black Panther. Weil ich sowohl den Schauspieler als auch die Filmfigur richtig sympathisch finde. Vielleicht kriegt er hier auch noch so ein bisschen Mitleidsbonus, wegen des Todes des Schauspielers. Ich habe letztens auch Cap 2, Black Panther 2 geguckt und ich habe Rotz und Wasser geheult. Also ja, ich würde einfach mal sagen, der Black Panther. My favorite Einzelband. Habt ihr euch mal mein Regal angeguckt? Wir können mal ganz kurz die Kamera drehen. Wie soll ich aus diesem Ganzen etwas einen Einzelband rauspicken? Wie soll das gehen? Ich muss das jetzt mal kurz für mich überfliegen, aber ich wähle mal wieder zwei aus. Ich wähle eine aus dem New Adult Romance Bereich aus und ich wähle einen aus dem Fantasy Bereich aus. Einzelband würde ich sagen, You Color My Soul von Annie Thorne. Ich mag sie aber auch unheimlich gerne. Aber das Buch hat mir sehr, sehr gute Vibes gegeben und bei Fantasy, da habe ich gar nicht so viel Einzelbände. Da würde ich jetzt sagen, Shadowborn. Das habe ich richtig gern gelesen. Ich hätte jetzt auch bei Romance New Adult Wild Heart sagen können, ist beides von Melanie Lane. Ich mag ihren Schreibstil sehr, sehr gerne. Und für mich sind das auch ein bisschen underrated Books, weil sie gar nicht so auf dem Mainstream-Markt, sage ich jetzt einfach mal, auftauchen. Und das sind ja immer so Argumente, die für mich ganz, ganz großes Pro auf der Liste sind. So, natürlich, wenn jemand nach Einzelbänden fragt, fragt er auch nach Lieblingsbuchreihen. Im New Adult-Bereich würde ich tatsächlich, glaube ich, die Cherry Hill-Reihe nennen von Lily Lucas. Die gefällt mir tatsächlich noch ein bisschen besser als die Green Valley-Reihe und tatsächlich auch besser als meine geliebte Lena Kiefer. Und im Fantasy-Bereich, ganz klar, die Schattenjäger. Das ist mein Nonplusultra-Lieblingsuniversum neben Harry Potter. Ich nehme Harry Potter hier immer raus, weil, ja, Harry Potter steht auf einem ganz anderen Level. Ich habe ein eigenes Harry Potter-Regal. Das würde in jeder Antwort irgendwo auftauchen und das wäre ja nicht fair. So, wo waren wir? Mein liebstes Thema zum Schreiben. Da wusste ich nicht genau, wie ich die Frage beantworten soll und habe es jetzt einfach mal so für mich umgemodelt. Ein Thema, über das ich gerne ein Buch schreiben würde, würde ich jetzt einfach mal so auffassen. Also wenn derjenige, der mir dieses Thema quasi zugeschoben hat oder diesen Punkt zugeschoben hat, auch hier bei YouTube zuguckt, darf er oder sie gerne mal in den Kommentaren erklären,
wie das gemeint ist. Also ich behaupte jetzt einfach mal, es ist so gemeint, über was für ein Thema ich gerne ein Buch schreiben würde als nächstes oder allgemein. Und das wäre tatsächlich, da gibt es auch schon Notizen zu, die ich so ein bisschen gebrainstormt habe. So einen ganz groben Umriss über toxische Beziehungen. Weil ich finde, dass das ein Thema ist, das jeder irgendwo vielleicht schon mal mitgemacht hat und oder im Umfeld, Freundeskreis etc. erlebt hat, dass jemand da so behandelt wurde oder schlecht behandelt wurde. Ja, da würde ich gern eine Geschichte drüber schreiben. Deine liebste Beschäftigung neben dem Lesen. Zählt meine Tochter dazu? Die ist schon ein sehr großer Freiheitsrauber oder ein Freizeitrauber, um das jetzt negativ zu meinen. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Puzzeln. Das entspannt mich irgendwie total. Hörbücher zählen dann vermutlich nicht. Ich betätige mich allgemein gerne kreativ, also alles, was mit meinem Shop oder so zu tun hat. Neue Designs erstellen am PC für Postkarten oder seien es jetzt Dinge malen. Ich bin gerne kreativ in meiner Freizeit. Das würde ich jetzt einfach mal so nehmen. Und wenn es was auf den Punkt sein soll, dann sage ich einfach Puzzeln, weil ich das gerne mache. Dein liebster Disney-Villain. Ich habe jetzt leider nicht das passende T-Shirt an, aber mein T-Shirt passt zu einer anderen Frage. Das zeige ich euch gleich. Mein liebster Disney-Villain ist Ursula. Ich liebe sie. Sie hat eine super ekelhaft gehässige Lache. Das finde ich klasse. Und irgendwie finde ich sie genial. Ich habe den Realfilm noch nicht gesehen, aber da wird sie von Melissa McCarthy gespielt. Und das ist auch so eine Darstellerin, die ich sehr, sehr gut finde. Und da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Vielleicht könnte ich den heute Abend mal gucken. Das wäre mal eine Maßnahme. Aber machen wir gleich weiter mit meinem T-Shirt. Dein liebster Kinderfilm, animiert und real. Also, einer meiner absoluten Lieblingsfilme wird in der Weihnachtszeit auch von mir exzessiv zelebriert. Ich glaube, den schaue ich alle paar Tage. Es ist nicht gelogen, wenn ich sage, dass ich den vor Weihnachten bestimmt 6-7 Mal gucke. Da muss ich aufstehen. So. Kevin. Kevin ist ein absolutes Highlight für mich. Ich liebe diesen Film. Beide. Und da würde ich bei den realen Kinderfilmen auf jeden Fall Kevin sagen. Und bei den animierten, ganz klar, König der Löwen. Das ist auch mein All-Time-Favorite auf Lebzeit. So, mein liebstes Trope. Ich gehe mal davon aus, damit ist gemeint mein liebstes Buch-Trope. Und das ist auf jeden Fall Enemies to Lovers. Ich liebe es, wenn die Charaktere sich am Anfang übelst in den Haaren liegen, sich hassen, sich fetzen, sich beschimpfen und man einfach dann so eine schöne Entwicklung sieht, wie aus Hass plötzlich Liebe wird. Das sind ja zwei Gefühle, die sehr, sehr nah zusammenliegen oder beieinander liegen. Und ja, Enemies to Lovers ist auf jeden Fall ein ganz großer Favorite. My favorite Buchcharakter. Soll ich euch nochmal das Regal zeigen? Ich liebe Ezreal. Ob das mein Favorite ist, sei mal dahingestellt. Ich liebe Hawk. Aber ob das mein Favorite ist. Ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste und meine eigenen Pex und Logan nicht nehmen darf, dann würde ich sagen Jim Carstairs. Das ist auch mein All-Time-Favorite-Book-Boyfriend. Liebe diesen Mann, auch wenn er fiktiv ist. Ja, ich lege mich einfach jetzt auf Jim fest. Liebste Serie. Das ist so, als wenn jemand fragt, was ist dein Lieblingsbuch? Das kann man nicht benennen. Falls ihr das gehört habt, ich habe Hunger. Ich habe immer noch nichts gegessen. Ich würde da einfach jetzt mal drei in den Raum werfen, weil sie alle total unterschiedlich sind und ich mich da tatsächlich absolut nicht festlegen kann. Zum einen, das gucke ich auch gerade wieder,
bin ich ein riesen Gilmore Girls Fan. Ich liebe Lorelei und ich liebe Rory und ich liebe die Geschichte der beiden. Vor allem ist man immer am Lachen. Wenn man die Serie guckt, hat man immer automatisch gute Laune. Dann liebe ich Supernatural. Auch ein ganz großes Highlight. Die Winchester Brüder, ich bin mit denen groß geworden. Ganz große Liebe. Da freue ich mich auch schon aufs nächste Jahr, weil da ist Convention in, ich glaube, Düsseldorf. Und haltet euch fest, ich werde Jensen Ackles treffen. Ich werde den Tag vermutlich nicht überleben, aber ich werde glücklich sterben. Ja. Und dann als Nummer 3 bin ich ein großer Fan von Haus des Geldes. Ich mag das Ganze drumherum um diese Serie. Und ja, da kann ich mich tatsächlich leider nicht auf eine Serie festlegen. Ich könnte euch jetzt noch 50 nennen mit Scrubs und Sex and the City. Und ich bin einfach ein Serienjunkie. Aber auf eine festlegen, geht nicht. Meine liebsten Süßigkeiten. Soll ich da eine Marke nennen oder soll ich da einen Oberbegriff nennen? Also ich sag mal, Oberbegriff ist Schokolade. Wenn ich die Wahl habe zwischen Gummizeugs, Chips und Schokolade, gewinnt immer die Schokolade. Und wenn ich mich auf eine Sache als Marke festlegen müsste, wäre das wahrscheinlich alles von Kinder oder Oreos. Ja, ist auch schwierig zu nennen. Da kommt es auch immer auf meinen Mode an. Will ich lieber was keksig-schokoladiges oder will ich lieber was schokoladig-schokoladiges? Ich glaube, es nennt sich First World Problems. My favorite Land auf meiner Bucketlist. Ja, ich sag mal so. Da ich mit einem Amerikaner liiert bin und selbst noch nie in den Staaten war, steht das natürlich sehr, sehr weit oben auf meiner Bucketlist. Wie soll es auch anders sein? Aber ich würde auch super gern zum Beispiel Neuseeland sehen. Allein wegen der ganzen Harry Potter, Herr der Ringe, Filmkulisse etc. Ja. Staaten und Neuseeland. Und last but not least, my favorite Booktuber. Da habe ich mich jetzt tatsächlich einfach mal auf den deutschen Booktube-Markt spezialisiert, weil es da zwei gibt, die ich super gerne gucke. Die sind auch absolut unterschiedlich. Das eine ist Maren, ist mittlerweile auch ein liebgewonnener Mensch geworden für mich und steht mir auch, wenn ich Fragen habe, immer mit Rat und Tat zur Verfügung. Also danke dafür. Und das zweite ist Lea von Liberiarium. Ich werde euch natürlich beide Accounts unten verlinken. Ja, gestartet mit Booktube, aber auch sehr, sehr viel Nerd-Kram mit dabei, was ich sehr, sehr liebe. Ich habe sie damals noch vor ihrer Booktube-Zeit auf einem Tribute von Panem-Fan-Event kennengelernt. Und wir sehen uns eigentlich immer nur einmal im Jahr, aber ich freue mich jedes Jahr, sie zu sehen und ja, da tanzen wir dann die ganze Nacht auf der Convention, das ist richtig schön. Von daher, liebe Grüße auch an dich und ja, das sind so meine zwei Liebsten, die ich auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig gucke. Aber ihr könnt mal auf mein Profil gehen, da habe ich euch ein paar verlinkt, die ich auch regelmäßig schaue. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Das waren meine 20 Get-to-Know-the-Booktuber Punkte. Das ist kein richtiger Tag, aber irgendwie auch schon, aber irgendwie auch nicht. Ja, ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bei den einzelnen Fragen vielleicht geantwortet hättet. Ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.